YouTube, Doppelfolge von Sons of the Forest. Großes Dankeschön für eure Unterstützung da draußen. Heute wird es wohl eine kleine Wanderfolge oder wir werden sehr, sehr viel wandern müssen, denn wir wollen uns heute etwas ganz Besonderes holen. Und wenn ihr da draußen mich bei meinen Wanderwegen ein wenig unterstützen wollt, ihr wisst ja, wie es geht, einfach nur bewerten und kommentieren. Mehr Folgen, einfach einen Kommentar hinterlassen, eine Bewertung dalassen. Es geht super fix für euch da draußen. Super mega fix und ihr tut mir echt was Gutes. So, wir wollen heute meine Freundin, ich glaube, sie ist meine Freundin, ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch mit K-Fat eher zusammen und will gar nicht mit mir zusammen sein, aber ich liebe sie, Lady Dreibein, die wollen wir heute glücklich machen. Und dafür müssen wir laufen, es führt kein Weg dran vorbei. Wir laufen heute am Strand entlang, denn wir suchen etwas am Strand. Wir suchen gemeinsam etwas am Strand, habe ich es gefunden? Eine Weste? Nein, eine Weste ist es nicht. Aber der Strand ist doch schön, oder? Ich meine, gibt es was Schöneres als einen Ausflug am Strand? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich würde jetzt wahnsinnig gerne im echten Leben am Strand laufen. Hätte ich jetzt die Möglichkeit und einer würde sagen, ey, was wünschst du dir? Was würdest du jetzt gerne machen? Da würde ich sagen, ich würde jetzt gerne an einem wunderschönen Strand einfach nur entlang laufen, das Meer zwischen meinen Zehen spüren, die Luft einatmen und den Tag genießen. Vielleicht noch Sonne, wäre auch toll. Regenwetter oder vielleicht ein heftiger Sturm wäre jetzt nicht so geil am Strand. Aber Sonne wäre ganz nett. Und dann wäre ich glücklich. Es ist so einfach, mich glücklich zu machen eigentlich. So, wir müssen zur Absturzstelle. Und sogar noch ein bisschen weiter. Boah, der Mann. Packst du das, Kollege? Ja, wir haben einen Weg vor uns. Wir haben einen Weg vor uns. Aber wenigstens gibt es hier ein bisschen Loot. So. War da irgendwas drin? Oh, geil. Armbrustbolzen. Ein Prep-Meal brauche ich im Moment nicht. Ey, wenn du hier dein Lager aufbaust, ne? Dann hast du irgendwie gefühlt alles. Weil hier kommt immer wieder Munition in die Kiste. Hier findest du Granaten, hier findest du Medizin, Klebeband. Also hier, das ist eigentlich die ultimative Stelle, weil jedes Mal, wenn du das Spiel ja neu startest, du speicherst, du gehst pennen, startest das Spiel neu, jedes Mal ist ja hier wieder alles voll. Jedes Mal kannst du dich hier komplett neu dran fett fressen. Das ist halt Ultimate. Das ist halt wirklich Ultimate, die Stelle, weil da kriegst du halt eine Runde von allem. Eine Runde alles. Na hier, besonders die Munition ist halt Gold wert. Wir wissen ja, wie OP die Shotgun ist. Die Shotgun ist ultra OP. Mit der Shotgun bist du unstoppable. Aber sowas von. Da bist du wirklich King. Aber das ist nicht der Ort, an dem wir hinwollen. Ich hau mir mal ganz schnell hier noch eine Limo rein. Das Inventar sieht auch schon ziemlich prall aus. Kann man eigentlich noch eine Axt bauen? Das war eigentlich jetzt nicht, was ich vorhatte. Fackel. Reparaturwerkzeug. Handgefertigter Speer, handgemachter Bogen. Was, ich brauche ein Handgefertigter... Da brauche ich ein Messer für? Ach ne, ich brauche zwei Stöcke und ein Messer. Ja, sorry, habe ich nicht. Was ist das denn? Hexenbesen. Damit kann ich leider nicht dienen. So, wo bin ich denn? Ja, es ist ein weiter Weg, wo wir hinwollen. Wir wollen einmal um diesen Zipfel noch drumherum. Wir müssen wirklich einmal den kompletten Strand entlang laufen. Aber ich tue es aus Liebe. Aus Liebe zu meiner Freundin. Lady Dreibein. Und vielleicht entdecke ich ja noch irgendwas Spannendes unterwegs. Keine Ahnung. Ach, das ist der Ort, wo wir die Shotgun gefunden haben, da oben, ne? Gab's da Shotgun-Munition? Weil ich kann im Moment, ich sag immer wieder, ich kann nicht genug Shotgun-Munition haben. Shotgun ist einfach so verdammt noch eins King. Mit der Shotgun geht's dir einfach gut. Shotgun ist Liebe. Pure Liebe. So, nochmal durchatmen.
wie riesig einfach diese Insel ist, ne? Und die Leute haben mir schon in die Kommentare geschrieben, ich habe ja so 2, 3 Höhlen gefunden, die de facto ja keinen Inhalt hatten. Da war ja wirklich nichts drin. In dem einen war so ein Skelett auf einem Sessel, in dem anderen lagen halt ein paar skelettierte Leichen rum und ein paar Bibeln. Aber es war eigentlich nichts drin. Und das werden wohl sogenannte, das sind im Moment Placeholder und werden halt Content-Höhlen, die noch relevant sind für das Spiel. Ich bin auch mal gespannt, es gibt ja in dem Spiel ein Ende. Du kannst das Spiel durchspielen, aber ich bin gespannt, ich glaube nicht, dass es das offizielle Ende ist, glaube ich nicht. Weil es gab ja auch schon, während man The Forest gespielt hat, Teil 1, ne, gab es ja auch mehrere Etappen zum richtigen Ende hin. Viele Sachen waren ja auch dann wirklich erst in Version 1.0 so richtig da und verankert und dann halt das offizielle Ende. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir hier das Gleiche haben. Was ist das denn? Einfach so Strandholz. Das unzerstörbar ist. So, wir sind hier. Was haben wir denn hier? Warum wollte der alte Kies denn hier hinlaufen? Wegen einem Prep Meal. Wegen einem Prep Meal. Nein, wegen dem hier. Tarnanzug. What? Es gibt einen Tarnanzug? Ist der Tarnanzug für mich? Ist der Tarnanzug für mich? Anscheinend nicht. Der Tarnanzug ist anscheinend nicht für mich. Reiche Leute waren hier unterwegs. So, nochmal Pillen gesnackt. Aber sonst hier, glaube ich, nichts mehr, was irgendwie interessant sein könnte. Gut, gehen wir heim. Ist jetzt halt wieder ein Stück nach Hause. What? Alright. Freunde, der war ein bisschen zu lange in der Sonne. Der war ein bisschen zu lange in der Sonne, der Kollege. Oh, Geld kann man immer haben, ne? Was war denn das? War das ein Wildschwein, das gefurzt hat? So, ich bin randvoll mit Zucker, also ich gehe jetzt in Lichtgeschwindigkeit nach Hause. Und das perfekte Lady Dreibein wartet daheim auf mich. Nice. Super, ultra, mega nice. Dann können wir dir nämlich direkt das, was wir gefunden haben, geben. Das ist nämlich der Plan bei der ganzen Sache. Ich würde nämlich natürlich gerne alles sammeln, was man nur irgendwie sammeln kann. Am Donnerstag gibt es ja auch dann das erste Update. Wann, weiß ich nicht. Ob wir am Donnerstag dann direkt das erste Update sehen und erleben dürfen, weiß ich auch nicht. Aber es kommt halt am Donnerstag, ne? Was da drin sein wird, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch Endnight Games ist, was so Sachen angeht, immer sehr, sehr verschlossen. Sehr, sehr verschlossen. Von denen hörst du, was so Geschichten angeht, eher wenig, bis es dann eben da ist. What is... Alter, was ist das denn für eine riesen Bude? Mega Monsterlager und die beten schon wieder irgendwie den heiligen Torso an. Die Psychos. Alter, die haben Matratzen. Guckt euch das mal an, die haben echte Matratzen. Was sind das für luxusverwöhnte Schweine? Ich penne auf einem Stockgestell und die haben hier Kackschaumatratzen. Also, ergonomisch. Ich penne in einer Bretterbude. Was war das? Ich penne in einer Bretterbude. Auf irgendwelchen Stöcken. Mir geht's richtig kacke, ja? Ich hab mies Rücken. Ich hab Rücken, Leute. Aber sowas von. Ich hab Rücken. Ich hab Hardcore-Rücken.
Und die haben da so eine Kaltschaummatratze. Feinster Luxus. Irgendwas mache ich falsch im Leben. Irgendwas mache ich gewaltig falsch im Leben. Alles ist schief gelaufen, was schief laufen kann hier in der Forest. Die haben die wahrscheinlich hier aus dem Luxusbunker gezogen. Eiskalt aus dem Luxusbunker rausgezogen. Unglaublich. Ich quäle mich hier ab. Ich quäle mich hier ab. Ich hoffe, die bringen wirklich... Also das wäre mein großer Wunsch. Das wäre mein großer Wunsch, dass die... Boah, Enten. Als ob! Die ist voll reingeflogen. Kann man Enten nicht schießen? Ist immer ein großer Wunsch, wenn man endlich Tierköpfe abhacken kann. Aber es war auch nicht von Anfang an drin in The Forest. Auch das mit den Mutanten. Später konnte man ja auch von den ganzen großen Mutanten. Und es wäre natürlich geil, wenn auch so ein paar von den alten, klassischen The Forest Mutanten hier wären. Ich fand die cool. Ich persönlich würde es gut finden. Gibt ja einige, die haben es reingeschafft. Auch dieser Blob, den wir schon gesehen haben, der ist ja eigentlich auch nicht wirklich neu, oder? Weil damals, als wir ganz am Ende in dieser Anlage waren, mit einer der finalen Anlagen in The Forest, da war doch auch so ein Blob hinter einer Glasscheibe. Der war kein Gegner. Der war halt hinten reingepresst bis zum geht nicht mehr. Und deswegen denke ich mal ganz vorsichtig, dass das der ist, den wir halt jetzt hier als bewegliches Ding sehen. Ich frage mich nur, wie entsteht der Blob? Gibt es da irgendwie eine Lore? Kann man das lernen? Kann man das rausfinden? So, wir sind bald daheim. Dann gehen wir erstmal kurz pennen. Auf unserer nicht angenehmen Matratze. Nämlich sie besteht aus harten Zweigen. Naki, ist deine Matratze angenehm? Gott, nein. Nein, sie ist nicht angenehm, aber danke der Nachfrage. Boah, die Axt ist irgendwie auch dauerblutig, ne? Die kriegst du auch nicht mehr sauber. Die ist ruiniert. Das alte Drecksding. Bah. Hier kann ich doch rein. Gut. Ist das bequem. Oh, geil. Stöcke. Tut meinem Rücken voll gut. Lady Dreibein. Wo geht die denn jetzt hin? Okay, ich hoffe, die kommt nochmal runter. Apropos Stöcke. Oh, ich habe gar keine mehr. Ich habe gar keine mehr. Ich muss mal welche sammeln. Warum geben die so wenig Stöcke? Warum sind Stöcke plötzlich so verflucht selten? Du kriegst jeden Dreck hier nur keine Stöcke. Am besten sind hier die Roden. So, gibst du einen Stock? Ich habe noch ein paar Stöcke im Lager hinten, aber... ein paar will ich auch auf Vorrat haben. So. Lady Dreibein? Was macht die denn da oben? Was treibt denn die Schachtel da oben? Ja, hier müssen wir noch die Rampe bauen. Dringend. Sehr, sehr dringend müssen wir noch eine Rampe bauen.
wie es reinspachtelt, ne? Schön hier mit grünem Schlons. Das schmeckt. Haben wir einen Totenschädel? Oh, der ist aber ganz schön gammel. Aber ich glaube, der wird auch wieder clean. Es gibt nur eine Variante. Nein. Nö. Das wird jetzt tricky. Und? Ja. Schade. So ein Gammelkopf. Hätte ich auch gerne hier oben. So, dann schauen wir mal, dass wir erstmal jetzt hier mit den Stöcken. Dass wir das alles mal fertig machen. So. Bams. Whams. Und Schwams. Einmal. So, Steine bitte. Wie komme ich denn jetzt da bitte ran? Das funktioniert erstaunlich gut. So, die Steine liegen. Keiner daheim, oder was? Nee, die gammelt irgendwo da oben rum. Ich will doch noch das Outfit anziehen. Wisst ihr was? Dann hau ich mir erstmal ein paar Blümchen rein und geh mal zu Lady Dreibein und guck mal, was sie da oben treibt. Dann schauen wir uns das eben mal schnell gemeinsam an. Oh, Lady Dreibein. Du bist so wunderschön. Sie muss irgendwo da oben sein. Lady Dreibein. Die ist meistens am Wasser, ne? Lady Dreibein. Hey! Was hast du denn da? Ein paar Vogelbeeren, ein paar giftige? Guck mal, ich hab was für dich. Warum? Die mögen keine Geschenke, kann das sein? Guck mal hier. Putz. Oh, schick. Aber ein Bein ist immer nackt. Ein Bein ist immer nackt, ein Arm ist immer nackt. Wow, was war das denn? Gott, hast du mich erschrocken? Auf was schießt du denn? Auf mich? Auf was schießt du? Was? Wo denn? Wie? Du hast geschossen. Was ist hier los? Alter, irgend so eine nackte Troller. Die Konkurrenzfrauen sind nicht erlaubt. What? Wow, Lady Dreibein! Ist es vorbei? Ist es vorbei, Lady Dreibein? Hey, beruhig dich. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir haben nicht gewonnen. Der Krieg geht weiter. Who do you want to bitch? Alter Flupp. Okay, die nehme ich mit. Die werde ich mitnehmen. Kommst du mit runter an die Basis? Es tut mir leid.
Oh, sie sammelt Beeren. Jetzt haben wir hier auch noch Regen. Kommst du? Die hätte ich unten gebraucht, beim Feuer. Die hätte ich echt unten gebraucht beim Feuer. Die Naked Lady hier drüben. Lungert irgendjemand bei uns an der Basis rum? Ich muss mir jetzt die Rampe hier bauen, da will ich einen Steg bauen. So, bitteschön. Direkt cross. Direkt cross. Hübscher Frauenkopf. Aber auch der wird wahrscheinlich jetzt gleich zu einem... zu einem Herrenkopf. Ah, ich rutsch da runter. Muss ja eigentlich hier in die Mitte rein. Ätzend. Steckt er den rein? Ja, so will ich den nicht. Warte. Komme ich hier vielleicht besser an ihn ran? Oh, Lady Dreibein, da machst du Sache, ha? Bleib mal stehen. Tarnanzug im Regen. Ultra elegant. Ja, ich muss hier irgendwie eine Treppe oder so bauen. Weil sonst wird das nix. Ich kann mir doch mal hier eins rausnehmen und die einfach so hier platzieren. Nice. Okay, so müssen wir das machen. Ach Mist, mein Rucksack ist ja voll. Ich kann ja nur einen tragen. So. Wo ist der andere jetzt hingeflogen? Dreck. Das war dämlich von mir. Aber ich glaube, wir bekommen eh gleich wieder Besuch. So. Ja, man kann nur drei oder vier von denen mit sich rumschleppen. Dementsprechend wird's ein bisschen tricky. Was ist denn? Was ist? Wo? Was? Wie? Hey, hey, nackter Mann! Bleib stehen! Ach, der ist weg. Da hinten kommt noch einer, der Chef. Ist wieder jemand in meine Bude eingebrochen? Nee. Danke. Absolut danke. Aber wo der andere Kopf hingerollt ist, ich habe keine Ahnung. Ey, da hinten wird gemetzelt und gemordet. Ich höre Schüsse. So. Lady Dreibein. Oh mein Gott, eine Armee von Babys. Verdammt, die wollen in meine Bude. Hilf mir, Lady Dreibein. Oh mein Gott. Alter, die Säuglingsarmee. Oh, wow, wow, ich muss mich zurückziehen. Die Babys gewinnen den Kram hier.
Vorsicht, Lady Dreibein. Nee, nee. Ey, wie viele sind das? Hört gar nicht auf. Alles gut, also, ey, ich tu dir nichts. Was denn, wo denn? K-Fat rennt weg, ja. K-Fat, die feige Socke. Auf meinen Steeder. Von den Handtaschen habe ich super viele. Sechs Stück kann man davon mit sich rumschleppen. Oh, da sind Pillen drin. So. Haben wir gewonnen? Den hau ich erstmal auf den Grill. Das Feuer, das niemals ausgeht. Dieses Feuer ist für immer. Alter, was für ein Dreckswetter. Und was für eine Babyarmee. So Leute, das war es erstmal wieder mit der Folge. Hier in der nächsten Folge geht es weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und tschüss.